Guten Tag, Sadowski, ärztlicher Bereitschaftsdienst. Tag. Und wie geht's Ihnen? Schlecht. Gut, ich komme rein. Ja. Und wenn ich hier klopfe, tut das weh und da auch nicht. Aber insgesamt, die Rückenpartie tut weh. Die Flanken. Genau, das sind die großen Rückenmuskeln. Wissen Sie, was das wahrscheinlich ist? Eine richtige Grippe. In diesen Tagen ein typischer Fall für Jürgen Sadowski vom ärztlichen Bereitschaftsdienst. Die Patientin klagt über Fieber und Schwindelgefühle, schafft es aus eigener Kraft nicht in die Praxis. Weil ich nicht in der Lage bin, alleine irgendwo hinzufahren. Ja? Wenn es nicht so schlimm wäre, würde ich ins Auto springen, in eine Rettungsstelle fahren oder wo auch immer. Ich schaff's nicht. Genau für solche Fälle gibt es den ärztlichen Bereitschaftsdienst, finanziert durch die Krankenkassen und organisiert von den KV'en. So stellen Niedergelassene rund um die Uhr flächendeckend die medizinische Versorgung sicher. Der Regelfall sind einfache Befindlichkeitsstörungen, einfache Erkrankungen. Und da braucht der Patient Hilfe und manchmal nur Beratung, manchmal auch eben ein Formular wie die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Es ist viel mehr Sozialmedizinisches, was so zu tun ist, als die harten medizinischen Dinge. Außerhalb der Sprechstunden leistet Sadowski ein- bis zweimal im Monat seinen Bereitschaftsdienst. Dann ist er zuständig für etwa 35.000 Menschen, stets erreichbar, auch nachts und am Wochenende. Das ist keine Frage von, mache ich gerne oder nicht, sondern das ist einfach das, was ich tun muss. Das gehört zu meinen ganz normalen Pflichten als Hausarzt. Pro Jahr werden bundesweit fast 4 Millionen Patienten durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu Hause versorgt. Ich komme nicht zum Arzt sozusagen, wenn man niemanden hat, der einen eben hinfährt und selber nicht laufen kann. Draußen ist glatt eben und Eis, wie soll das gehen? Noch ein paar Tipps für das verletzte Sprunggelenk. Und schon ruft der nächste Patient an. Ärztlicher Bereitschaftsdienst Sadowski. Diesmal geht's zum nahegelegenen Pflegeheim. Eine 84 Jahre alte Frau hat die Nummer des Bereitschaftsdienstes gewählt. Das sind die anderen Sachen dann so ganz stramm, also so fest. Also ganz stramm in der Brust. Ja, und dann war der ganz fest. Und wann war das? Das musste um 4 gewesen sein. Heute Nacht um 4. Dann wurde es Ihnen besser. Und dann war das nicht mehr so eng in der Brust. Nee, dann war das nicht mehr so eng. Und dann der Schwindel ist immer noch. Der Schwindel ist immer noch. 20 Jahre ist er nun schon Hausarzt und macht immer noch regelmäßig Fortbildung für den Bereitschaftsdienst. Der Blutdruck ist jetzt 140 zu 70. Der Puls ist ungefähr bei 80 und ist ganz regelmäßig. Also ich denke, wir müssen uns keine Sorgen machen. Ich schicke Ihren Hausarzt sicher morgen noch mal vorbei. Und schön vorsichtig sein, wegen des Schwindels könnten Sie leichter fallen. Ja, das stimmt. Okay. Wird es lebensbedrohlich, ruft Sadowski umgehend den Rettungsdienst. Bei allen anderen Fällen kann er sich auf seine Erfahrung verlassen. Und seine Patienten können es auch. Die Kollegen in der Klinik, die jungen Kollegen, vor allen Dingen die Assistenzärzte, sind natürlich deutlich besser in der Notfallversorgung, weil sie das tagtäglich üben und lernen und auch gut beherrschen. Aber für uns ambulant niedergelassene Ärzte ist die Bereitschaftsdienstversorgung, denke ich, da kriegen Sie den richtigen Spezialisten für die richtige Frage. Und diese Spezialisten sind nur einen Anruf entfernt.